Was denkst du? Denkst du, dass hinter Gefängnismauern oder, entschuldige bitte den Vergleich, hinter den Mauern von Krankenhäusern, wo jemand liegen muss, aufgrund vielleicht von einem körperlichen Gebrechen, was ihn daran fesselt, glaubst du, dass hinter diesen Mauern Spiele aufhören? Logischerweise nicht. Hier fangen die Spiele erst richtig an, denn wird ein Mensch in seinen Handlungen eingeschränkt, beginnt sich sein Verstand zwangsläufig auf das zu konzentrieren, was noch übrig bleibt. Und deswegen versucht er alte, neue Spielvarianten herauszufinden, um seine Situation schnell wieder zu verändern, ins Positive zu bringen, wenn er mit dieser aktuellen Situation nicht glücklich ist. Und schaut man sich die psychologische Seite von Gefängnisinsassen an, dann gibt es eine überragende Menge an Material, um die Aussage zu untermauern, dass diejenigen ihre Strafzeit am besten überdauern, die ihre Zeit entweder durch eine Tätigkeit, einen Zeitvertreib oder ein Spiel, ein Kommunikationsspiel strukturiert haben. Und dieses Strukturieren der Zeit, das ist der Schlüssel dazu, auch eingeschränkte Handlungszeiten einigermaßen zu überdauern. Herzlich willkommen zu einem neuen Kommunikationsspiel. Wir sind ja bei diesen drei Spielen, wo es um, ja, wie nannten wir das jetzt nochmal? Die Räuberspiele. Es geht um dieses Buch, Spiele der Erwachsenen von Eric Byrne, der eigentlich der Vorbereiter war von der Transaktionsanalyse, der geistige Vater der Transaktionsanalyse, wo er die einzelnen Handlungen in Reizreaktion bis runter, Reizreaktion in einzelnen Transaktionen differenziert betrachtet hat, das Eltern-Ich, das Erwachsenen-Ich und das Kindheits-Ich definiert hat als drei Ich-Dimensionen und die Spiele sind ein Teil der großen Zeitstruktur. Ich möchte dich einladen, wenn wir so Einzelspiele herausgreifen. Das mag vielleicht so etwas verwirrend sein. Wieso redet er jetzt von einer Ich-Dimension? Warum redet er von einer Zeitstruktur? Schau dir doch mal bitte das Video an. Dieses Video ist zwar knapp eine Stunde lang, es geht aber um ein Gefühl zu kriegen, was sind Kommunikationsspiele überhaupt? Was ist dieser riesengroße Bereich des Lebensskriptes von der Geburt bis zum Tod? Und warum sind Spiele ein Bereich, um Intimitäten zu verhindern? All das wird in diesem einstündigen Video sehr ausführlich gezeigt. Da möchte ich dich ermuntern, dich mal mit den Kommunikationsspielen zu befassen. Denn ich habe Gesprächspartner, die sagen, ich möchte keine Spiele in meiner Umgebung haben. Spiele sind aber immer da. Du kannst Spiele nicht verhindern. Selbst bis in deinen innersten Circle herein kannst du es nicht verhindern. Wenn du aber lernst, diese Spiele zu begreifen, dann ist das, als wenn du eine Fremdsprache lernen würdest. Und wenn du merkst, ach, die reden über dieses, welches, jenes, kannst du dich daran beteiligen? Musst es aber nicht. Also nochmal, schau dir dieses Video an. Es ist spannend, sich mit Kommunikation auseinanderzusetzen. Kommen wir wieder zurück zu unseren Gefängnisinsassen oder den ans Bett gefesselten im Krankenhaus. Das Strukturieren der Zeit bei eingeschränkter Handlungstätigkeit ist der Schlüssel dazu, auch solche eingeschränkten Handlungszeiten vernünftig zu überdauern. Unser Geist, unser Verstand braucht immer etwas, womit er sich beschäftigen kann. Dieser Hunger nach Struktur, nennen wir es wirklich, ein Hunger nach Struktur ist so stark, dass dies auch eine Art Folter sein kann, wenn jemand in Einzelhaft zu einer Untätigkeit verdammt wurde. Und nicht umsonst wird Einzelhaft auch als Isolationshaft bezeichnet. Es ist wegen seiner dramatischen Auswirkungen auf die Häftlinge ja extrem umstritten. Von Kritikern wird diese Isolationshaft deswegen auch nicht selten als Vernichtungshaft und auch als Folter bezeichnet. Eine Vernichtungshaft, Vernichtung des Geistes. Für uns ist das ja wichtig. Wir sprechen über die Strukturierung der Zeit. Und Spiele sind ein wichtiger Bestandteil, ein wichtiger Bestandteil in der Strukturierung der Zeit. Du siehst ja hier wieder diese Übersicht, 5 plus 1 und da unten siehst du den Begriff, dass Intimität durch Zeitstruktur verhindert wird. Schau dir dann nochmal das Video an, einzig allein, dass du Freude hast an Kommunikation. Spiele sind ein wichtiger Bestandteil der Zeitstruktur. Wie ihr Name sagt, helfen sie uns, Struktur in unser Leben hineinzubringen. Und ohne Struktur treiben wir hilflos durch die Zeit. Und vielleicht fühlst du dich ja im Moment auch
gefangen in einem Strudel der Zeit und du spürst, wie gefährlich es ist von außen. Jetzt springt gleich eine Katze wieder ins Bild. Hallo Julchen. Ich muss mich wieder sammeln. Vielleicht spürst du das ja auch. Ich denke nämlich jetzt gerade, ich hatte gerade den Gedankengang Corona im Sinn, bis Julchen ins Bild gesprungen ist. Du hast vielleicht das große Glück, dass du schon viele Jahre aus der Schule raus bist, so wie ich. Es sind ja schon ein paar Monate, du siehst es an meinem Äußeren. Und wir konnten damals Zeitstruktur lernen, indem wir gelernt haben zu lernen, zu einer gewissen Zeit in der Schule zu sein. Aber aktuell sprechen wir immer häufiger von einer verlorenen Generation. Das hat den Grund, weil von außen eine erlernte Zeitstruktur in Zeiten von Homeoffice, Homeschooling nicht mehr so dolle gegeben ist. Kommen wir wieder zurück zu unseren Strafgefangenen hinter den Gefängnismauern. Wie gesagt, sie kommen am allerbesten durch ihre Strafzeit, indem sie entweder eins von drei Dingen machen. Entweder eine Tätigkeit ausführen, einen Zeitvertreib ausführen oder ihre Zeit durch ein Spiel strukturieren. Beispiel für Tätigkeit kann sein Lesen und Schreiben von Büchern in der Gefängnisbibliothek. Ein Beispiel für Zeitvertreib mit einem Augenzwinkern ist der Fluchtversuch. Da haben wir so Stichwörter wie Alcatraz. Eigentlich ein unmöglicher Ausbruchsversuch. Casanova ist ausgebrochen. El Chapeau und auch der Ausbrecherkönig aus Frankreich. Ich hoffe, dass ich den richtig ausspreche. Pascal Payet. Das sind so Beispiele für Zeitvertreib. Und dann gibt es die ganz beliebte Spielvariante, die wir auch ähnlich nicht nur in Krankenhäusern, also hinter Gefängnissen, sondern auch in Krankenhäusern vorfinden. Und hier versucht der Patient oder der Gefängnisinsasse einfach nur wieder rauszukommen. Und deswegen heißt das Spiel auch ganz einfach, ich will hier raus. Beachte bitte, unter dem gleichen Namen gibt es, also ich will hier raus, eine Operation. Du erinnerst dich, die Operation ist eine ganz normale Handlung ohne verstecktes Ziel. Wir nennen diese Variante dann gute Führung. Beachte aber bitte den Unterschied zu dem Spiel. Der Gefängnis-Krankenhausinsasse versucht jetzt alles, um herauszufinden, wie er am besten mit dem Aufsichtspersonal zurechtkommt, um so schnellstmöglich wieder entlassen zu werden. Ja, das ist also das Gute, die Operation gute Führung. Hier wirken Eltern-Ich, hier wirken Erwachsenen-Ich und das Kind als Ich ganz ausgewogen zusammen, um jetzt eine Entlassung zu erreichen. Das Spiel, nicht das Manöver gute Führung, sondern das Spiel Ich will hier raus, ist auf der anderen Seite ein Spiel mit verdeckten Absichten. Der Patient, der Gefängnisinsasse, spielt dieses Spiel und möchte im Grunde genommen, bitte aufpassen, möchte im Grunde genommen gar nicht raus. Er simuliert ein Manöver, gute Führung, das simuliert er nach vorne raus, aber im entscheidenden Moment sabotiert oder stellt er sich selbst ein Bein, damit er nicht entlassen wird. Wohlgemerkt, er simuliert ein Manöver nur, um im Grunde genommen das Spiel, ich will hier raus, zu spielen. Bei diesem Spiel führen das Eltern-Ich und das Erwachsen-Ich eine ganz lange Zeit die führende Aktion aus. Aber wie gesagt, dann kommt der Punkt, wo das Kindheits-Ich im entscheidenden Augenblick die gesamte Aktion sabotiert. Warum das Ganze? Das hört sich doch unsinnig an, er will doch raus. Das Kindheits-Ich hat nämlich Angst vor der großen, weiten und unsicheren Welt, der unbekannten Wirklichkeit. Und wie in einer Selbstsabotage übernimmt das Kindheits-Ich nun die Oberhand und sabotiert alle vorangegangenen Bemühungen vom Erwachsenen- und Eltern-Ich. Das muss nicht nur unbedingt bei Gefängnisinsassen oder Krankenhauspatienten sein. Vielleicht erinnerst du dich an die Spiele, Kommunikationsspiele 1.5 und 2.5. In diesen beschriebenen Spielen, du bist schuld daran. Dort wird sich immer wieder darüber beschwert, dass man ja unter seinen eigenen Möglichkeiten sich befindet. Von außen überhaupt keine Chance bekommt, seine wahren Qualitäten zu zeigen. Die wissen ja gar nicht, wozu ich alles fähig bin. Anführungsstriche oben. Julchen kommt gleich raus. Wir finden diese Selbstsabotage auch bei vielen Menschen, denen wir als Therapeuten begegnen. Sie kommen zum Therapeuten, beschweren sich, dass sie nichts zu Ende bringen. Dabei ist die Lösung doch ganz einfach. Ihr Kindheits-Ich hatte nur viel zu viel Angst vor der Wirklichkeit, Angst vor der eigenen Courage. Das ist die Antwort auf Ihre Problematik. Gehen wir deswegen jetzt schnell über zu der Antithese. Wie kommt man aus diesem Spiel wieder raus? Die Antithese ist relativ kurz. Die ist einfach. Die Operation,
die Operation Gute Führung hat nichts mit versteckten Zielen zu tun und kann grundsätzlich von einem erfahrenen Aufseher auch im Krankenhaus oder im Gefängnis einfach durchgewunken werden. Eine öffentliche Diskussion oder über so eine aufrichtige Operation ist grundsätzlich überhaupt nicht schädlich. Aber ganz anders sieht es in dem Spiel Ich will hier raus aus. Das ist ja ein Spiel. Das ist ein selbstschädigendes, schädliches Manöver und das braucht eine aktive Therapie. Denn der Gefängnisinsasse oder der Patient, der hat ja die Angst vor der Wirklichkeit. Der muss diese Angst vor der Wirklichkeit, diese Furcht wieder in den Griff bekommen, um nach dem Gefängnisaufenthalt, nach dem Krankenhausaufenthalt wieder ein eigenständiges Leben führen zu können. Worüber spricht man jetzt von einer aktiven Therapie? Nun, je nachdem, in welcher Verfassung er sich befindet, hilft hier unter anderem die nicht so ganz so bekannte bildorientierte Tagtraumtherapie und die ist besser bekannt unter dem Namen Katatym-imaginative Psychotherapie. Und schau dir mal den Link jetzt an. Hier wirst du, ich habe ein Video drüber gemacht, über verschiedene, ich habe auch eine Playlist über Borderline-Therapie-Varianten, DBT, übertragungsfokussierte Psychotherapie. Und da ist auch unter anderem die Katatym-imaginative Psychotherapie nach Hans-Karl Leuner. Ganz, ganz interessant, weil da wird zum Beispiel eine Möglichkeit gezeigt, Menschen mit Angstzuständen, Traumen, posttraumatischen Belastungsstörungen zu zeigen, wie können sie damit in Zukunft besser umgehen. Gibt es verwandte Spiele zu dem Spiel? Ich will hier raus. Ja, es gibt weitere interessante Spiele, die sehr eng verwandt sind damit. In Gefängnissen und auch in Krankenhäusern, überall wo Menschen sich nicht ganz so frei aufhalten können, wird sehr häufig die Operation Sie müssen mich anhören gespielt. Wohlgemerkt Operation. Wenn du mir jetzt aufmerksam zugehört hast, dann müsstest du in dem Satz, den ich eben gerade gesagt habe, die Stirn runzeln. Ich sag den nochmal. Julchen, du kommst gleich raus. Also der Satz war, in Gefängnissen und in Krankenhäusern, wo Menschen nicht ganz so frei sich aufhalten können, wird sehr häufig die Operation, sie müssen mich anhören, gespielt. Das ist ja ein Widerspruch, denn bislang haben wir doch immer gesagt, eine Operation ist kein Spiel. Warum gebrauche ich also in dem gleichen Satz das Wort Operation mit dem Begriff Spiel? Nun, hier ist die psychologische und die deskriptive Ebene genau umgekehrt. Die psychologische Ebene ist tatsächlich vom Erwachsenen-Ich zum Erwachsenen-Ich. Die klare Botschaft ist, Sie müssen mich anhören. Aber die deskriptive, die offene Ebene ist ganz offensichtlich mit einer Botschaft behaftet, die es gar nicht gibt. Da ruft das Kindheits-Ich, das Eltern-Ich, des Betreuers, des Aufsehers an und möchte eine Klage vorbringen. Sie müssen mich anhören. Und das Hauptziel des Klagenden besteht darin, sicherzustellen, dass man ihn hört. Mehr aber nicht. Denn häufig sind die vorgebrachten Klagen so abstrus, so irrelevant, dem muss gar nicht nachgegangen werden. Er will wirklich nur, dass man ihm einfach mal zuhört. Mehr nicht. Würde man nun jetzt denken, dass der Klagende erwartet, dass man aufgrund seines Jammerns irgendwas unternimmt, dann führt das ganz schnell in der Realität zu Missverständnissen. Wieso komme ich darauf? Gibt man seinen Klagen und seinen Forderungen nämlich nach, dann werden diese Forderungen bei der nächsten Beschwerde deutlich lauter, deutlich stärker. Hört man sich seine Klagen aber geduldig und interessiert an, dann wird der Klagende sich in vielen, vielen Fällen komplett zufrieden geben und keine weiteren Forderungen stellen. Hört sich das abstrus an, wie ich das eben gerade gesagt habe? Vielleicht. Aber genau das ist in der Praxis. Hier geht es ja wirklich um die Praxis von Kommunikationsspielen in Extremsituationen. Das ist in der Praxis sehr viel häufiger zu beobachten, als dass der Wunsch da sei, dass wirklich etwas sich verändert. Jeder Betreuer muss nämlich auch darin geschult werden und ich hoffe, dass man mit diesem Psychoedukationskanal einen kleinen Beitrag dazu leistet, dass er darin geschult ist, wie er dieses bei einem Spiel, Sie müssen mich anhören, die berechtigten von den unberechtigten Forderungen unterscheidet. Der Nutzen der Spiele. Komm, was ist der Nutzen dieser Spiele? Es geht in erster Linie um die Zeitstrukturierung. Menschen ohne Zeitstrukturierung befinden sich in einer geistigen Folter. Habe ich keine Zeitstruktur, bin ich nur noch mit mir alleine. Dieses mit sich alleine ist eine Intimität, die für viele Menschen kaum auszuhalten ist.
Der zweite Nutzen ist die Selbstsabotage. Die Selbstsabotage ist wirklich ein Nutzen, in Anführungsstrichen, denn das Spiel Ich will hier raus ist ja nur ein Vorwand, um herauszukommen. Er will ja gar nicht herauskommen. Im letzten Augenblick sabotiert das Kindheits-Ich diese eigene Aktion. Einfach, weil es große Angst hat vor dieser riesigen, vor dieser unsicheren Welt da draußen. Und trotzdem hat auch dieses Spiel einen gewissen Nutzen. Es hilft, in Aktion zu bleiben, also die Zeit zu strukturieren und sich selbst in seiner eigenen Situation zu rechtfertigen. So, als würde man sagen, seht her, ich habe mich ja bemüht. Kommunikation ist etwas Wunderbares. Sowohl das Verbale als auch das Nonverbale oder wenn du mit deiner Miezekatze sprichst, die mich jetzt gerade anschaut, alle Türen im Haus sind auf, nur die eine Türe ist zu für das Video und sie muss jetzt schreien. Kommunikation ist etwas wirklich, wirklich Wunderbares. Auch wenn sie manchmal grenzwertig ist, auch wenn sie manchmal destruktiv ins Leere läuft. Aber genau deswegen wollen wir das ja miteinander üben und lernen. Dankeschön, dass du auch diese Folge dir angeschaut hast, dass du diesem Kanal gewogen bleibst. Und wenn du ein persönliches Gespräch haben möchtest, wie du in der Kommunikation ein bisschen geschulter werden möchtest, fühl dich so frei, du darfst gerne eine dieser beiden Webseiten aufsuchen, da gibt es mein Kontaktformular und wir können darüber sprechen, warum oder wo du, in welchen Grenzsituationen du ein wenig kommunikative Unterstützung haben kannst. Ich freue mich auf dich, bleib tapfer und diesem Kanal gewogen. Bis zum nächsten Video. Dein Markus und Julchen.